Stop! Wer war das? Weitermachen. So. Darf ich kurz um die geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Die Zeit rennt in jedem Fall weiter. Hör gefälligst auf zum Schreiben, wenn ich mit dir rede. Phoebe! So, weil dies hier ein Elite-Gymnasium ist, bedeutet das auch, dass nicht jeder aus dieser illustren Runde die Matura erleben wird. Und das betrifft jetzt nicht nur die Ungeeigneten, sondern auch die, die zum Schummeln zu deppert sind. Das gibt's ja nicht. Für den Schlauberger, der die glorreiche Idee gehabt hat, sich die richtigen Ergebnisse per SMS schicken zu lassen, für den habe ich jetzt einmal einen kleinen Tipp. Beim iPhone gibt's da hier oben ein kleines Schnapperl. Und wenn man dieses Schnapperl nach unten drückt, dann ist es auf lautlos. Wenn man das Vibrieren ausschalten will, geht man in die Systemeinstellungen. Kapiert? Gut. Und wenn ich jetzt noch einmal dieses enervierende Läuten höre, ist das nur Beweis für euer Ich muss jetzt sehr dringend ins Lehrerzimmer. Und wenn wir fertig sind, bevor sie wieder da sind? Dann bringt euch der Roli das Rauchen bei. Auf Lunge? Was sonst? Ist in Ordnung. Bist du deppert? Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst mich in der Arbeit nicht anrufen. Servus. Why SMS? Also beruhige dich. Ich bin ruhig. Mir geht's großartig. Ich darf mit wundervollen Kindern arbeiten. Mein Leben ist perfekt. Du null. Gern. Und feuerbereit. Gib mir den Ausweis. Das ist mein Ausweis. Das ist meiner. Na, meiner. Das ist mein Ausweis. Und das weißt du genau, du Trottel. Da steht mein Name drauf, Richard Lego Österreicher. Michi, das ist mein Name, du Arschloch. Wie willst du das beweisen? Scheiß dich nicht an. Und morgen bin ich wieder dran. Da bin ich nämlich Lateinschularbeit. Ist er übervoll? Kein Wort, oder ich bring dich um. Willst du den Mund halten? Hier mit dem Geld. Jetzt. Gott hätte mir dich überfallen. Dabei war ich halt doch auf der Bank. Hoffentlich hast du endlich was abgekommen, du alte Hex. Das ist es ja. Das ist es ja. So peinlich. Viel zu wenig kann ich einstecken. Da schaut's her. Und das ist so peinlich, nicht mehr Helmut noch lebt. Im Grab, der sich umdreht. Mit Helmut. Für mich passt das schon.
Bitte sag's aber jetzt nicht nur, damit ich mich besser fühle, oder? Nein, das brauche ich nicht einmal in der Woche. Ja, aber ich weiß doch, was das Leben heute kostet. Ich verdiene sehr gut mit den Überfällen. Ja, aber Strom, Gas, die Miete. Miete zahle ich keine, ich wohne bei der Mama. Bei der Mama, wo denn? Na, im Fensterhof, in Hutters am See. Nein, mit meinem Zwillingsbruder. Wir teilen uns ja die Kosten und ich verdiene eh ganz wohl als Lehrer. Ja, da bist du einer von den Lego-Buben, der Michi, oder? Ja. Der Michi. Der vernaubert mich. Servus, mein Bub. Ein Grüßchen. Geht's dir gut? Ja, ganz gut. Und der Mama? Der geht's super. Der Dreckshuhr, die dreckige Sau, die mit meinem Helmut auf Verhältnis gehabt hat. Mit seinem Tod. Ja, aber damals wird er ja noch gelebt. Du sei nicht so frech, du Rotzmann. Du Rotzbippen, du Dreckshuhr. Die ganze Wurst in mein eigenes Drecksbagage. Alle in der Familie. Das ist lauter Dreckschwein. Alle miteinander. Wir werden alle. Die alte Novotny muss auch sehr aufpassen. Professor Lego, grüß Sie. Grüße. Ich bin die Mama vom Jonas, wo Sie der Klassenvorstand sind. Ah, Sie meinen wahrscheinlich einen Zwillingsbruder. Nein, der Jonas hat keinen Zwillingsbruder, der ist ein Einzelkind. Er hat zwar einen imaginären Freund gehabt, der sehr schön singen konnte, aber... Hören Sie! Ja, jedenfalls machen mein Mann und ich uns sehr große Sorgen um den Jonas. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob wir ihm ausrichten dürfen, also auch in Ihrem Namen, dass er sich wahrscheinlich auf ein elendes Leben als Volltrottel einstellen wird müssen. Wir wollen ihn halt zusätzlich motivieren, wissen Sie? Ja, das finde ich eigentlich sehr gut. Fein. Dann zeige ich ihm das so. Dankeschön. Ja, dann Wiederschauen.